Hi, ich bin der Günther, ich bin aus der Bude. Lang kein Video mehr in so einer Form gehabt, das kein Hörspiel ist, aber Pokémon Presents will ich eine Live-Reaction zu machen, wenn ich irgendwie kann. Es passt vielleicht nicht mehr unbedingt auf diesen Kanal. Aber ja. Also, 3. August haben wir heute. Pokémon Presents ist in 9 Minuten, wie ihr seht, um 15 Uhr. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es wird. Unter anderem soll es natürlich um Gen 9 gehen, um Pokémon Purpur und Karmesin, die bisher einen überraschend guten Eindruck gemacht haben. Außerdem gibt es Lechonk. Punkt, das reicht als Argument. Und ja, es wird außerdem wahrscheinlich, zumindest von dem, wie es da steht, auch Neuigkeiten zu anderen Dingen geben. Wobei ich nichts erwarte, was mich irgendwie mitnimmt. Ich rechne mit irgendwelchen Mobile Games, ein paar verschiedene Pokémon Café, irgendwas Neues. Keine Ahnung, was sonst noch gibt. Pokémon Masters. Dann haben sie bestimmt was zu Pokémon Go zu sagen und dann kommen sie schon langsam zu Karmesin und Purpur. Das ist meine Vermutung. Natürlich, wenn es doch anders ist und sie Pokémon Mystery Dungeon ankündigen würden. Das wäre für mich das Idealszenario, aber ich erwarte es halt absolut nicht. Wenn sie irgendwas Mystery Dungeon-artiges irgendwann nochmal bringen, dann kündigen sie in der nächsten Frühjahres-Direct einen Explorers Remake an. So denke ich das. Was erwarte ich von Karmesin und Purpur für die Ankündigung heute? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen mehr Gameplay-technisch, dass sie wirklich zeigen, wie funktioniert das im Prinzip, dieses Spiel. Weil man weiß noch nicht mal hundertprozentig, ist das Fangsystem jetzt wie in Legends? Hat man ein Kampfsystem wie in Legends mit diesem Kraft und Tempo? Man weiß im Prinzip, es ist Pokémon und es ist vermutlich schon mit dem Fangsystem wie Legends. Was sehr gut wäre. Das Fangsystem von Legends war deutlich interaktiver und spaßiger als das, was Pokémon vorher war. Ansonsten, ein, zwei neue Pokémon bestimmt mal zeigen kann man machen. Vielleicht Starterentwicklungen, weiß ich nicht. Vor allem glaube ich nicht, dass ich die sehen will, sag ich, wie es ist. Ja. Und ansonsten vielleicht mal ein bisschen Story-Teaser. Oder das Special, das die Generation wohl haben wird, teasen. Es ist in meinen Augen relativ wahrscheinlich, dass dieses Special irgendwie ist, dass Pokémon eine Zukunfts- und oder Vergangenheitsform sowas haben werden. Die Spiele sind ja eindeutig eins auf Zukunft, eins auf Vergangenheit aufgebaut. Ich weiß gerade nicht mehr auswendig, welches ist. Halt das Spiel, wo man den Giga-Chat-Professor hat, ist Zukunft. Und ja, 6 Minuten sind's noch. Ich öffne mal aus Interesse kurz den Livestream-Chat an der Seite und werde es bereuen. Ja. Es gibt natürlich Leute, die wissen wieder bereits, was passiert. Ah ja, einer hat einen guten Punkt im Chat. Und zwar, neue Ankündigung. Erleben Sie ein völlig neues Dynamax-Abenteuer in Schwert und Schild. Das könnte ich mir gut vorstellen. Alles klar. Ah ja, stimmt. Und was auch sehr gut wäre, den Namen der Region zu erfahren von der Gen. Ansonsten, wenn ich in den Chat gucke, sehe ich so typisches Zeug. Wir wollen Mega-Entwicklung. Ich bete, dass es so wenig wie möglich von Legenden Arceus übernimmt und er wieder so wie ein richtiges Pokémon-Spiel wird. Schlimm genug, dass es eine offene Welt sein soll. Das sehe ich hier im Chat. Was? Es gibt Leute, die sich effektiv beschweren, dass Pokémon jetzt eine Open World bekommt.
Und stimmt, kann sein, dass die Region schon mal irgendwo zumindest geleakt wurde, der Name. Ich meine, Leaks gab es sowieso ganz viele, wo unter anderem gesagt wurde, dass der Pflanzenstarter zu einer Waifu wird, was zu wahrscheinlich ist. Einige Leute wollen Mega-Entwicklung zurück, was zwar ein Punkt ist, den ich sehe, aber nein. Alt F4 gibt Free Poke-Coins. Und ja. Ansonsten stellen Leute komische Fragen. Irgendjemand will Let's Go 2. Irgendjemand ist hier für Fortnite. Na, warum spammen so viele Leute? Wir wollen Fortnite. Ah ja, die neue Region heißt Salty Springs. Okay. Wir wollen Fortnite. Wir wollen Fortnite. Also, ich finde die Open World gut, schreibt Van das und hat recht. Weil er schreibt in Klammern dahinter, wieso mögen so viele die Open World nicht? Weil sie keine Veränderung mögen. Die Spiele sollen ja nicht so bleiben wie Gen 7 oder Gen 8, meinen die Leute. Aber gleichzeitig sollen sie doch bitte nicht anders werden. Wir wollen ja nicht, dass Dinge anders werden. Interessant. Naja. Also, der Chat ist mal wieder. Ach so. What the fuck? Ich hasse den Chat einfach so sehr. Ich bleibe euch einfach dran. Eigentlich wollte ich noch pausieren, aber es macht mich aggressiv genug. Irgendwer spammt die ganze Zeit. Interessant. Einer spammt die ganze Zeit, dass er schwul sei und alle anderen. Schreiben im Prinzip, wer hat gefragt? Jetzt spammt der nächste unlustige Kacke. Ja. Also Leute, so sieht der typische 9 Jahre alte durchschnittliche Pokémon YouTube-Chat aus. Ah, hier ist noch ein Scam-Sex-Account. Geht mal lieber lernen für die Schule, ihr Fortnite-Kids. Ich will nicht buchstabieren, wie er Fortnite geschrieben hat. Ja. Jetzt. Wow. Also ich find's schön. Es ist klar, dass man keine so hohen Erwartungen hat. Aber ich habe das Gefühl, viele versuchen auch extra zu hassen, was angekündigt wird. Weil, ich find's schön, einer schreibt, niemand ist so zähn wie ihr, nachdem er 7-mal in Folge dieselbe Nachricht mit Wer hat gefragt gepostet hat. Herzlichen Glückwunsch. Naja, wo war ich gerade? Ich muss mal was schreiben. So. Kurz mal den Chat fronten. Aber ja, manche Leute versuchen auch wirklich aggressiv sich einzureden, dass es nur schlecht werden kann und schlecht werden muss und alles andere ist unmöglich und gucken auch extra hin. Okay, was genau ist hier alles schlecht dran? Alles andere ignorieren wir. Und das ist, wie halt zum Beispiel Leute teilweise sagen. Das ist ein Take, den habe ich tatsächlich gehört und ich habe halt echt keine Ahnung wie. Ich habe Leute gesehen, die gesagt haben, dass dieses Spiel grafisch deutlich schlechter aussehe als Schwert und Schild. Wie? Schwert und Schild sahen aus wie Kacke. Ich meine, natürlich ist es kein grafisches Meisterwerk, aber das Gesamtbild ist einfach so viel schöner, finde ich. Vor allem ist es deutlich farbenfroher und ich finde auch deutlich klarer. Der Unterschied ist halt wirklich, so Feindetails sind teilweise, glaube ich, schon schwächer. Vor allem in den Trailern waren irgendwann mal Blumen ganz vorne rangezoomt, die sahen nicht gut aus. Und dann habe ich zum Beispiel halt wen gesehen. Der,
erstmal leiser machen. Diese Person hat eine ganze Argumentation, warum das gesamte Pokémon-Franchise tot ist, darauf aufgebaut, dass diese Blumen im Vordergrund des ersten Trailers nicht gut aussahen, obwohl der Hintergrund und was im Trailer sonst war, so viel besser aussah als die letzten Spiele. Ich verstehe halt manche Leute nicht. Den Chat habe ich jetzt wieder zugemacht und ich glaube, ich muss euch nicht erklären, dass es gleich losgeht. Also dann, ich sag's mal so, ich bin nicht gehypt, aber ich bin gespannt. Das ist, wie ich so gerade dieser Präsentation gegenüberstehe. Und ich freue mich schon nach der Präsentation wieder mit der Person, von der ich gerade geredet habe, zu diskutieren, weil sie meinen wird, das Franchise ist tot, Game Freak soll Pokémon endlich sterben lassen. Vielleicht stimme ich nach der Präsentation zu, wer weiß. Alter, das war ja Pikachu. Pikachu ist ein Smash. Warte, was? Hello everyone. I'm Utsunomiya from the Pokémon Company. In today's Pokémon Presents, we will be sharing information on several of our games. Ja, das hatte ich erahnt. Das habt ihr schon gesagt in allen Ankündigungen. But before that, I'm happy to share some news about the Pokémon. Ja gut, juckt mich weniger. Pokémon Weltmeisterschaften jucken mich halt wenig. Und ich muss sagen, ich glaube, ich rede da jetzt einfach drüber, bin ich so kalt. Ich glaube, Pokémon Go ist da dabei. Und wenn das stimmt, Pokémon Go ist das letzte Spiel der Welt, das ich sehe, dass es irgendwie solche Turniere haben sollte. Unite sehe ich, Tekken sehe ich, normales Pokémon sehe ich, TCG sehe ich. Ich hoffe einfach, es kann gut sein, dass ich Unrecht habe mit dem, was ich gerade sage. Ich bilde mir nur mal ein, das gehört zu haben, dass Pokémon Go irgendwo da ist. Okay, also jetzt haben sie nur was vom normalen Pokémon und Tekken gesagt. Was gut wäre, das sind zwei Spiele bei dem. Beginning with two new Pokémon titles. Nicht Go. Please join me in welcoming Pokémon Go. Okay, da sind wir wieder. Pokémon Go ist das letzte Spiel, das so etwas haben sollte. Es ist unglaublich ungeeignet. Das Spiel sehe ich, aber Pokémon Go, der gesamte Skill von Pokémon Go basiert darauf, einfach Glück mit dem Team, was man sich baut, zu haben. Und dann noch Glück mit dem Starter, den man reinschickt. Pokémon Go PvP ist zu ungefähr 80% Glück. Und deswegen finde ich es schrecklich dafür. Ich habe Pokémon Go früher mal gespielt, auch mit dem Online-PvP. Mein Bruder spielt es immer noch und bestätigt mir das auch immer wieder. Dieses Spiel sollte man nicht als effektives PvP-Spiel sehen wollen. Und da hatte ich irgendwann mal Hoffnung, dass sie langsam aufhören, Pikachu auszulutschen als Maskottchen. Es ist aber schon wild. Ich meine, sieht jetzt ehrlich gesagt relativ billig gemacht auf dem Shot aus. Kann auch nur daran liegen, wie es gemacht wurde, aber ist eine coole Trophäe. So, dann kommen wir jetzt zu spielen, oder? Ja, das ist auch sehr wichtig am Pokémon Go Gameplay. Das ist Gameplay. Ja. Krass. And this weekend we will be holding an event in Sapporo, Japan. Pokémon Go juckt mich halt absolut nicht mehr. Ich hab's mal eine Weile gespielt, aber find das Spiel echt sehr, sehr bestenfalls mittelmäßig. Und früher, ich hab das Gefühl, das Spiel wird auch echt nicht besser, eher im Gegenteil. They can also encounter the mythical Pokémon Shaman magisch. Punkt. Will you be able to help re-contend with the Ultra Beasts? Ja, dieses Character Design von denen war in Ultra Sonne, Ultra Mond schon sehr seltsam. Und
Ehrlich gesagt, warum versuchen sie noch Storywriting in Pokémon Go? Ich meine, mein Bruder erklärt mir manchmal, wie diese speziellen Quest-Stories aussehen und die sind ohnehin schrecklich. Ja, das habe ich mitbekommen, dass das möglich sein soll. Ja, die Stories sind sehr schlecht gemacht und man kann sich schlecht reinversetzen. Mein Bruder hat mir zum Beispiel jetzt auch, ich muss ihn da vor allem als Ansatz nehmen, weil er spielt Pokémon Go aktiv, sonst kenne ich da niemanden, der das macht und viel drüber redet. Also ihm wäre es lieber, wenn man den Professor, der da verschwunden ist, nicht wiederfinden würde, meint er. Unite, ja. Kann ich als Spiel sehen. Ist jetzt halt nichts, was ich so spiele. Ich mag da die neuen Dinge, die sie so teilweise reinbringen, die neuen Pokémon. Auch wenn man teilweise da schon... Also die Kostüme finde ich allgemein sehr cool. Man hat auch einige interessante Pokémon, von denen ich nicht unbedingt erwartet hätte, dass sie reinkommen. So ein Duraludon ist ein sehr interessanter Pick zum Beispiel. Man hat jetzt mehrere Evoli-Formen, sowas. Ich liebe Evoli-Formen, da sage ich nichts. Aber vielleicht nicht das Kreativste jetzt. Aber sonst... Ich finde das Roster von dem Game ganz gut. Fat Pikachu. Ich vergesse immer, dass Giga Dynamax Pikachu einfach nur fett ist. Und sie klatschen das Ding rein. Ich meine, die meisten Ultra-Bestien kann ich nicht viel mit anfangen, aber... Kommt drauf an, manche sagen, Nick Schlossmar wäre eine Ultra-Bestie, ist es offiziell, glaube ich, nicht. Sehe ich auch so, wenn man es so zählt, ist das eine Ultra-Bestie, mit der ich was anfangen kann, sonst... Ich habe gerade auch nicht alle im Kopf, aber mir fällt da nicht effektiv was ein. Aha, Despotar ist noch nicht drin. Ich dachte ehrlich gesagt, Despotar wäre schon dabei. Also, ich kenne auch leider die deutschen Namen von vielen Pokémon nicht. Diese Ultra-Bestie, die im Prinzip nur auf Fressen basiert, finde ich auch Comedy. Naja, kommen wir jetzt vielleicht zu einem Game, was mich mit interessiert. Nicht dem Spiel entnommen. Ist das schon die neue Gen, oder? Sie kündigen jetzt nicht ein neues Legends an, das wäre ja Bullsch. Sind das Remake? Was? Sind das irgendwelche Remakes? Ah, nee. Okay, sorry. Ich dachte kurz. Hey. Ja, Pokémon Masters habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ich dachte kurz, es wäre etwas tatsächlich Überraschendes. Aber nee, ich gehe wirklich nicht davon aus, dass wir nach dem hier noch effektiv was anderes als Gen 9 haben. Ist das euer Ernst? Mewtwo. In einem interessanten Designstil. Es ist zu... Ist das euer Ernst? Die lassen jeden Trailer am Anfang so richtig Hype aussehen, als kommt da jetzt was Großes. Und dann ist es wieder irgendeine random Mobile-App von denen, die man schon längst kennt. Super. Habe ich noch irgendein Spiel, das du noch supporten vergessen, für das gleich noch ein epischer Trailer-Beginn kommen kann? Great staff. Mewtwo likes to order small plates, so gather staff that specialize in small plates. Ja. Pikachu, Squirtle, the five-star chef Victini, and the newly arrived Latias are good. Ich meine, der Artstyle von dem Spiel ist cute. Das war's auch, was ich damit anfangen kann. Man merkt, ich sag's mal so, ich hab halt nicht erwartet, dass ich irgendein Interesse zeigen werde, bevor Gen 9 losgeht. Weil, habe ich nicht am Anfang gecallt, dass Pokémon Go, Unite, okay, Unite weiß ich nicht, ich glaube, das hatte ich nicht gecallt, aber war auch offensichtlich Kaffee und Go, dass die drankommen. Und ich hatte halt mit allem recht. Es interessiert mich halt alles auch nicht. Wow. Ich
So. Kommen wir dann zu Gen 9 oder gibt es noch was Interessantes davor? Oder habe ich noch irgendwas... Okay, es kommt Gen 9. Gen 9 Mystery Dungeon. Nee, einfach nur Gen... Ja. Ja, nix außer Gen 9, was irgendwie interessiert. Relativ viel zu erwarten. Bildschirmtext und Voice-Over sind nicht Bestandteil der Spiele. Akani! Ich meine, ich hab's jetzt auf 480p. Aber ich finde, das sieht nicht so schlecht aus wie die vorigen Games. Ich werde mir das danach auf jeden Fall nochmal auch in anderer Quality angucken. Mit der Aufnahme verträgt sich das halt nicht gut. Attention, please. Today we begin the treasure hunt. Der Typ ist so böse. Travel across Paldea. Paldea, ja. Und es sind wirklich Motorräder! Es wurde so oft gesagt und es stimmt einfach. Die Legendaries sind Motorräder. Diese legendären Pokémon sind anscheinend... Okay. Sind einfach alle Reit-Pokémon aus Legends kombiniert, so ungefähr. Oh. Einfach alle davon in einem. Das ist interessant. Okay, das erste Viech da war, glaube ich, neu, oder? Es sah nur komisch aus. Mann, es gibt Pikachu in dem Spiel, wirklich. Okay, ich mag die Charakterdesigns, die sind eigentlich ganz nice. Also die Charakterdesigns, abgesehen von den Protagonisten in diesem Spiel, sind echt gut, finde ich. Okay, was zur Hölle bist du? Und was zur Hölle war das für ein Wagen? Ja, die Starter... An sich will ich den Pflanzenstarter nehmen. Aber das wird doch safe so eine schlimme Entwicklung haben. Oh, dieser Turm. Und das waren alles Pokémon, die im Game sind? Mhm. Also mir gefällt das, was ich sehe. Ich vertraue dem Typen, der... Das da sagt... Kristallentwicklungen oder sowas. Das sieht aus wie... Das sieht aus wie Glorified Mega Evolution. Ich mag das. Die sehen sehr cool aus. Das sieht echt aus wie eine neue Form der Mega-Entwicklung. Ja, und die Legendaries haben andere Formen. Das ist jetzt nicht zu überraschend. Was das mit Neuigkeiten, Shaw? Weil ich hätte gern halt noch ein paar neue Pokémon und Zeug gesehen. Was ich gesehen habe, gefällt mir, aber es hat halt nicht so viel Neues mir aufgezeigt. Das, diese legendären Pokémon wirklich allround für alles reiten sind. Das finde ich gut. And Pokémon Violet Games. These titles will be open world RPGs. Jawohl, Luxtra. Die Scheinux-Reihe ist drin. Diese Berge, also ich finde echt, man kann mir sagen, was man will. Es ist kein grafisches Meisterwerk, ich habe gerade die Qualität natürlich auch niedrig, aber das sieht schon besser aus als die letzten Games. Die kennt man ja schon, nur diese Formen kannte man nicht und ich muss ehrlich gesagt sagen, diese vierbeinigen Formen finde ich besser als die Main-Form. Und es bestätigt mir nochmal ein bisschen mehr, dass ich für... was auch immer Zukunft ist, bin halt Karmesin, Purpur. Ich glaube, Purpur ist das mit Zukunft. Eine Geschichte nach deinem Belieben, ja. Aha. Trauben- und Orangenakademie. Ich hasse die Namen. You'll embark on a journey to find treasure of your own here in Paldea. Okay. Three grand stories are waiting for you. Was? Warte. Will revolve around the familiar gym battles. Es gibt drei verschiedene Arten, dieses Spiel durchzuspielen. In the games, there is no set path you must take when challenging the gyms.
Es gibt normale Gyms, kann man gut machen, ja. Das Viech sieht immer noch komisch aus. Mhm. Oh mein Gott! Das ist so eine Hype-Ankündigung für mich! Das ist so eine Hype-Ankündigung! Man kann Pokémon spielen wie immer, mit Arenen und Champion, wie man will. Was die Leute sagen, ja, Pokémon soll bleiben wie früher. Kann man machen. Aber es gibt auch zwei andere Routen. Und Senior Clavel, der ist so ein fucking Antagonist. Keiner kann mir sagen, dass dieser Direktor kein Antagonist ist. Guckt euch den an. Oh. Aha. Oh, die hat ein Evoli-Ding dran. Die mag ich. Ja, ist ein recht klassisches Eis. Dieser eine Typ mit dem Bart. Also ich muss echt sagen, ich mag die Charakterdesigns. Gibt's jetzt mal ein paar neue. Ja, hier sind halt klassische schöne Shots, die mir gefallen. Regionalform von Felino. Gift-Felino. Oh, das meinte ich am Anfang. Hefel. Oh mein Gott, was? Koloval. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie wirkt es ganz cool. Ja, hier werden die Starter, kennen wir. Felori, Krokel und Donald da. Ach warte, Quax. Ja, zwei neue sind's anscheinend, die hier jetzt gezeigt werden. Lechonk! Jetzt zeigen sie Multiplayer. By using the Union Circle, you can enjoy co-op play with up to three friends. You can go look for Pokémon you haven't yet discovered. Or even ride together to race across. Das mit diesen Pokémon mit den legendären finde ich echt cool, und so wie das aussieht, bekommt man die ja auch nicht so spät. Diese anderen Formen vermutlich. Oh, Trikephalos ist drin. Terrakristallisierung. Das sieht echt aus wie Mega Entwicklung in meinen Augen vielleicht cooler. Das sieht schon echt geil aus. Ich mag das. Hier diese Design-Changes. Anscheinend hat jeder Typ so eine besondere Art Krone. Ja, nutzt es halt gegen Level 2, Lechonk. Das ist sicher nötig. Was? Oh mein Gott, das ist cool. Das ist fucking cool. Das ist... Das ist wild. Ich mag das sehr. Okay, das hätte man jetzt nicht wiederbringen müssen. Die Raids hätte man jetzt nicht gebraucht. Aber ich mag dieses Grunddesign einfach von diesem Raum. Ich mag wirklich diese Umgebung. Warte. Oh. Es ist ganz wild. Scheint, als hätten sie so ein bisschen die Raids einfach verbessert. Das ist wie die Raids in Schwert und Schild besser. Und ich mag diese Animation. Das waren, denke ich, die meisten News. Lechonk. Können wir drüber reden? Diese Xerox-Textur ist echt gut. Ich mag das. So viele Stahlarten in verschiedenen Dingen. Scheinen eine sehr, sehr wirklich stählerne, reflektierende Textur zu haben. The Pokémon Scarlet and Pokémon Violet Games are available to pre-order at participating retailers now. 18. November.
ein besonderes Pikachu mit dem Terra-Typen. Das war's, oder? Ja. Kurz habe ich gedacht, vielleicht kommt jetzt noch so letzter Call mit irgendwas, irgendwelchen besonderen Pokémon. Also, ich warte noch mal ganz, ganz kurz, bis ich wirklich sehe, hier ist fertig. Und jetzt nicht hier noch random Hochtrailer. Ja. Also. Ja, ich habe nicht erwartet, dass mich irgendwas vor der Gen 9 Zeug interessiert. Und das hat es auch nicht. Ich habe im Prinzip eh schon gecallt, was da vorkommt, außer genauen Details, die mich nicht jucken. Gen 9. Game Freak, wagt es nicht. Ihr hypt mich so auf dieses Spiel. Es sieht so geil. Ich hab so Bock auf Gen 9. Als Gen 9 zum ersten Mal angekündigt wurde, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an meine Reaktion erinnert. Ich hab das gesehen und gesagt, och nö, nicht Gen 9 jetzt. Das sieht so, ich bin hyped. Es wird bestimmt Leute geben, die das nicht mögen. Aber diese Terra-Kristallisierung, die sie haben, wirkt für mich wie das erste wirklich coole Feature dieser Art seit der Mega-Entwicklung. Ich mag das sehr gerne. Es könnte, ich meine, Mega-Entwicklung gibt noch bestimmt ein Pokémon, was mehr Uniques. Das hat das jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall auf einem Level, dass ich sage, ja, nehme ich gerne mit. Es ist jetzt nicht, was man erwartet hat. Es gibt wieder Regionalformen, wird es bestimmt auch noch mehr geben, als nur das Felino, was gezeigt ist. Die zwei neuen Pokémon, die gezeigt wurden, dieses Hefel, kommt drauf an, ob sich das zu irgendwas Gutem entwickelt, weil es sieht ganz lustig aus, aber halt echt nicht gut. Und dieser Wal, je mehr ich es mir durch den Kopf gehen lasse, desto cooler finde ich den eigentlich. Dieser Landwal, den sie da gemacht haben, offensichtlicher Eistyp. Ich fühle den, ja. Ich habe das eindeutig gesagt. Das war so ein Hype gerade für mich, als sie gesagt haben, dass man das Spiel auf mehrere Arten spielen kann. Ich hoffe, ich verstehe das halt richtig. Aber ich verstehe das so, dass man wirklich im Prinzip drei verschiedene Storylines hat, dass man das Spiel dreimal spielen kann, auf komplett verschiedene Arten, das Spiel dreimal komplett verschieden durchspielen kann. Wenn das der Fall ist, wäre das unglaublich Hype für mich. Und ich fände es auch einen sehr coolen Kompromiss für die Alteingesessenen, die jetzt halt sagen, nee, ich will nicht, dass Pokémon sich so sehr verändert. Ihr dürft dann eure Arena-Quest spielen, habt zwar keine feste Reihenfolge, aber rennt halt von Arena zu Arena, werdet Champion. Macht das. Ich nehme in der Zeit eine andere Storyline, die völlig anders funktioniert und etwas ist, was man in Pokémon noch nie gesehen hat. Ich werde mir das Ganze eben auch nochmal in höherer Qualität angucken. Aber das, was ich bisher gesehen habe, war natürlich unschärfer, als es letztlich sein wird. Aber ich fand's trotzdem schon echt nicht so schlecht, wie man es von Pokémon gewohnt ist. Natürlich sind da die Standards ein bisschen runter, aber das Spiel sieht verdammt genießbar aus für mich. Und ich hoffe, ich werde auch ein, zwei Leute im Freundeskreis haben, die das Spiel nicht jetzt schon komplett haten, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Ich guck mal ganz kurz in den Chat, auch wenn ich Angst hab. Was wird mir da geladen? Ich sehe schon den ersten der jemand anderen. Ja. Paar Leute beschweren sich jetzt. Paar Leute beschweren sich halt, dass nichts kam außer Karmesin. Das sehe ich. Einer meint, dass das Kristallische noch lähmer wäre als Dynamax. Sehe ich nicht. Der eine Typ, den ich am Anfang vorgelesen habe, der Open World nicht will, fand es tatsächlich gut anscheinend. Die Leute mögen das Kristalline echt nicht. Ja, also ich finde wirklich, das wirkt besser als die vorigen Sachen.
Ja, Fazit. Ich habe ein bisschen Angst, dass die mich wirklich hypen mit diesem Spiel. Weil irgendwo im Unterbewusstsein. Ich hatte riesen Spaß mit Legends zum Beispiel. Aber auf dem Papier, objektiv, war es kein so geiles Spiel, muss man sagen. Aber je mehr Trailer ich sehe, desto eher habe ich wirklich das Gefühl, dass Gen 9 richtig viel Spaß machen werden. Und ich hab Bock. Ihr auch? Ich hätte jetzt irgendeine Überleitung machen sollen, aber ich werde es nicht Let's Playen, weil ich keine Let's Plays mehr mache. Egal, trotzdem, wenn ihr es auch hype fandet, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Ich hoffe, euch hat die Reaktion gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denne und tschö mit Ö.